Ich zeige euch jetzt den Schotsteak. Dafür habe ich schon mal hier ein Seilboot bereitgelegt mit einer Schleife und aber ein zweites Seil. Das zweite Seil nehmt ihr nun, geht von unten durch die Schlaufe durch, von oben nach unten um beide Enden herum, geht dann unter dem eigenen Seil hindurch und hier wieder raus. So könnt ihr wieder zwei gleich starke oder ungleich starke Seile verbinden.